Hä? Oh nein! Ich bin auf sie getreten. Oh. Oh, ich hab sie. Sie sah bestimmt mal gut aus. Denkst du, was ich denke? Challenge Time. Das wird unsere bisher beste Arbeit. Wer geht nicht gerne baden? Vor allem mit ein bisschen Zucker. Passt das alles rein? Bitte sehr. Die braucht sie definitiv. Für dich, kleine Lady. Diese Bürste wird sie auch brauchen. Peeling ist der Schlüssel für glatte Haut. Fühlt sich das toll an? Oh ja, das ist die Stelle. So frisch wie ein Gänseblümchen. Haben wir gut gemacht. Wer ist das? Hey, gib dir das Barbie von mir. Was steht da? Er lädt Barbie zum Abschlussball ein. Und? Ja! Cool. Oh, wie romantisch. Wir haben noch viel zu tun. Da ist ja überall Spliss. Das bedeutet nur eins, ein Haarschnitt. Schauen wir mal. 1 Zentimeter hier. Okay. Dann mal los. Mach dir keine Sorgen, Barbie. Das wird nicht wehtun. Da muss nur einiges runter. Hat er einiges gesagt? Du weißt, was du da tust, oder? Oh, definitiv. Das will ich selbst beurteilen. Hä? Hey! Vertrau mir, Miles. Olivia! Nein! Jetzt wird's spannend. Nein, ich kann nicht zusehen. Das ist heute total in. Wirst du gleich sehen. Keine Bange. Wetten, sie fühlt sich schon besser? Hier noch ein bisschen. Fertig. Wo sind meine Haare? Was für eine Tragödie. Die schönen Locken. Eine Verschwendung. Warte mal. Wo kommt der denn her? Hey, gib den her. Du willst Haare? Lehn dich zurück. Das dauert etwas. So viele Löcher in diesem Kopf. Aber ich werde sie alle stopfen. Das wird fantastisch werden. Guck dir mal diese Schichten an. Wow. Das ist meine beste Arbeit. Gefällt's dir, Barbie? Ich glaub schon. Hey, was machst du da? Oh, Liebkosungen für mich? Blaue Haare, was? Na gut. Oh, wie süß. Hä? Olivia? Hi, du. Wow, deine Haare. Sie sind so blau. Man kann sagen, ich wurde inspiriert. Ich habe kein Problem damit. Bist du bereit? Yep, so sollte es gehen. Die Messungen müssen genau sein. Und die Taille? Wie ich vermutet habe. Yep, fangen wir an. Jetzt wird geschnippelt. Wir kommen voran. Das sollte passen. Und die Farbe? Gefällt sie dir? Igitt, nein! Vielleicht doch nicht. Uah. Die hier, hä? Atmen, atmen. Ist das Mode? Kann dich nicht hören. Was? Wir brauchen was Besseres als das. Warte. Ich mach das schon. Hier, puste genauso. Ja, so ist's gut. Das sollte dich beruhigen. Gern geschehen. Wo war ich? Was ist hier los? Lass mich mal sehen. Ich denke, den kann ich gebrauchen. Ja, das wird dir gefallen. Warte einfach. Zuerst den Luftballon in der Mitte falten, dann die Spitze abschneiden. Das gleiche mache ich an der Basis. Schön. Jetzt den Ballon entfalten und über ihre Beine ziehen. Passt perfekt. Aber wir sind noch nicht fertig. Wer wünscht sich nicht eine definierte Taille? Und eine Weste sorgt für das gewisse Etwas. Sieht komplett aus. Sie ist bereit fürs Fotoshooting. Ich liebe dieses Material. Hey, ist ein guter Anfang. Aber es gibt noch mehr zu tun. Sie kann keine nackten Nägel haben. Wow, die sind aber lang. Keine Sorge, ich kürze sie noch.
Mit denen wird sie nicht viel machen können. Deshalb werden sie abgeschnitten. Perfekt. Und die auch. Sehr schön. Aber die sind furchtbar spitz. Das haben wir gleich. Dieses Geräusch ist furchtbar. Hat sich aber gelohnt. Sie ist fertig. Teamwork schafft mehr. Hm? Schlag ein, schlag ein. Klar doch. Gern geschehen. Weißt du, mein Leben ist ziemlich perfekt, aber eine Sache fehlt. Hey, wer kommt denn da? Aber hallo, wer ist denn dieser heiße Typ? Aha, enchanté. Hey, ich bin Barbie. Und ich bin Ken, der Mann deiner Träume. Wow, ich glaube, ich bin verliebt. Die sind für dich. Wie romantisch. Du bist so ein Schatz. Wow, du kannst echt gut küssen. Ken, ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Was? Ich werde Papa? Ich war noch nie so glücklich. Ich liebe dich, Schatz. Denk bitte an den Bauch. Oh, ist schon morgen? Hey, Ken, wach auf. Ich hatte den besten Traum. Man hat einen Film über mich gedreht. Wirklich? Ich habe kein Auge zugekriegt. Jemand hat die ganze Nacht geschnarcht. Ich mache mich besser fertig. Meine Haare. Sie sehen aus wie ein Vogelnest. Hey, du siehst das auch, oder? Du bist immer schön für... Ist okay, das kriegen wir hin. Könnte schwieriger werden, als ich dachte. Wir könnten ein Problem haben. Ich tue so, als wäre das nicht passiert. Ich gebe nicht auf. Es wird Zeit für ein Makeover. Nicht bewegen. Wow, nicht so schnell. Ist okay. Ich weiß, was ich tue. Schau dir doch meine Haare an. Wenn du das versaust, steckst du in Schwierigkeiten. Sch, ich muss mich konzentrieren. Hm, das kitzelt. Siehst du, es gefällt dir. Die verknoteten Haare müssen runter. Das wollte ich schon immer mal machen. Nur nicht mit meinen Haaren. Bist du bald fertig? Das war's. Jetzt brauche ich den 3D-Stift. Probieren wir was Neues aus. Diese Farbe ist gerade voll im Trend. Mit dem Stift mache ich enge Spiralen. Ich wollte schon immer Locken haben. Heute ist mein Glückstag. Ich mache deinen ganzen Kopf voll. Ja, ich will keine kahlen Stellen haben. Ich muss auf meinen Ruf achten. Wie sehe ich aus? Wunderschön, wie immer. Lass mich mal sehen. Hey! Wow, das gefällt mir. Jetzt bin ich nicht mehr blond. Die Veränderung ist toll. Sie sind perfekt. Du bist der Beste, Ken. Ich würde alles für dich tun. Ich will, dass du glücklich bist. Wie kann ich dir je dafür danken? Oh, ich weiß. Wir könnten die gleichen Frisuren haben. Geh weg. Die sehen so zerzaust aus. Ich muss telefonieren. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Ja, es ist schlimm, sehr schlimm. Ah, Schätzchen, wo liegt das Problem? Das musst du dir anschauen. Ich mag die nicht mal anfassen. Du musst deine Magie einsetzen. Was sagst du dazu? Wenn du zahlst, mache ich alles. Ui, das könnte mein härtester Job werden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Fangen wir mit Shampoo an. Kein Zweifel, Schätzchen. Wie wär's mit einer Kopfmassage? Schätzchen, weißt du, dass dein Haaransatz zu sehen ist? Das kann ich aber ändern. Spülen wir erstmal deine Haare aus. Dann trocknen. Und jetzt werde ich dich verwandeln. Ich bin ein Picasso mit der Haarbürste. Kleine, du wirst wunderschön aussehen. Ich streue jetzt Glitzer in dein Haar. Jeder braucht Glanz im Leben. Meine Arbeit ist hier getan. Wow, das musst du aufsetzen. Passt aber nicht zu meinem Outfit. Aber okay, du bist diejenige, die zahlt, aber ich find's demütigend. Den hast du dir verdient. Meine Augen. Jetzt dramatisier mal nicht über. Oh, der ist so glänzend. Gib her. War mir ein Vergnügen. Ruf jederzeit an. Wow, sie sieht so stylisch aus. Hm, ich muss deine Haare machen und ich weiß auch schon wie. Das wagst du nicht. Oh doch, ich mach dir eine Glatze. Alles kommt runter. Verabschiede dich von deinen goldenen Locken. Ich hab Nadel und Faden. Und ich verpasse dir eine neue Frisur. Ich zieh die Nadel mit dem Faden durch den Puppenkopf. Ich fange mit Pink an. Das wird schön leuchtend und auffällig. Und noch eine andere Farbe. Der ganze Kopf soll bedeckt sein. Den Rest der Schnur schneide ich ab. Jetzt kommt dein Kopf wieder drauf. Das sieht toll aus.
Vielleicht färbe ich mir auch die Haare so. Dann sehen wir aus wie Zwillinge. Das steht dir. Damit fällst du auf jeden Fall auf. Gefällt's dir, Mindy? Wow, gut gemacht. Unglaublich, dass es dieselben Puppen sind. Glaubst du, sie liebt ihn wirklich? Ich weiß nicht. Warte, sie schüttelt den Kopf. Ach. Psst. Ha? Guck mal, da ist Barbie. Sie hat das Handy. Das gehört jetzt mir. Ach, wie unhöflich. Warte, ich mach das schon. Und ich weiß wie. Barbie bekommt ihr eigenes Handy. Niedlich, stimmt's? Machen wir noch Glitzer dran. Das hier. Ich mach das an den Rand. Das kommt rundherum. Gut, dass das Klebeband ist. Und passt perfekt. Aber da fehlt noch was. Ein bisschen Geld. Dieses Plastik sichert es. Mit Glitzer sieht alles besser aus. Und ich habe eine Menge davon. Perfekt, wenn ich das so sagen darf. Hä? Das Teil ist ja süß. Du hast das gemacht? Ja, und es gehört dir. Das hat geklappt. Wo waren wir? Hoffentlich habt ihr WLAN. Wollt ihr auch gucken? Wollen wir. Müssen nur den richtigen Winkel erwischen. Dieses Video ist so witzig. Gefällt mir. Wenn meine Berechnungen richtig sind. Hey, riechst du das? Oh. Das kommt von dir. Nein, da ist es wieder. Nein, nimm die Arme runter, Kleine. Diese Achseln sind der Hammer. Haha. Ich ertrag das nicht mehr. Ich mach das. Halte jetzt still, okay? Ich kann nicht atmen. Unglaublich. Kein Problem, ich mach das schon. Willkommen im Salon, Barbie. Einmal gewachst, machst du nichts anderes mehr. Erledigt. Siehst du? Ekid, das war ja viel. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Riecht aber besser. Und guck, wie glatt die sind. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin dran. Ich will auch glatte Achseln. Was sagst du dazu, Barbie? Ja, mach's nicht. Lieber nicht. Du hast die Puppe gehört. Was? Ist doch nicht so schlimm. Ich sollte mal Deo benutzen. Ich hab Hunger. Ich könnte ein Pferd essen. Tito, bin auch am Verhungern. Was ist los? Ich hab auch Hunger. Füttert mich. Oh, ich fühle mich mies. Ich weiß, ich habe zufällig eine Torte dabei. Eine super kleine Torte. Hier. Wie geht's? Bah. Oh je, was geben wir ihr dann? Ich weiß nicht, was willst du? Meine Handtasche? Oh, sie will ihre eigene Handtasche. Ich besorg dir eine. Du brauchst dieses kleine Ding. Oh, das hier auch. Ich hab's kapiert. Aber zuerst kommt Heißkleber. Da kleben wir die Perlen ran. Und bald sieht es so aus. Hier ist noch was frei. Oh yeah. Fertig. Perfekt. Obwohl, da fehlt noch was. Die zum Beispiel. Boom. Das war einfach. Das ist eine süße kleine Handtasche. Und sie gehört dir. Hä? Das ist meine? Total schick. War kein Problem. Was jetzt? Ich muss pinkeln. Echt jetzt? Beruhig dich, Miles. Sie kann die nehmen, siehst du? Ist eine kleine Toilette. Hier, geh drauf. Oh, es kommt. Was ist das für ein Gestank? Schnell weg hier. Ah, jetzt fühle ich mich leichter. Du hast es weit gebracht. Dein Ernst, Miles? Dein neuer Look rührt uns beide. Das war mal ein Makeover, was?
Hm, ist schon spät. Guck, da kommt Ken auf einem Pferd angeritten. Hi. Sie wartet auf dich. Geh schon, du bist bereit. Schön festhalten. Wow, was ist das für ein Ort? Das war echt gute Arbeit. Ich habe eine Schwäche für Happy Endings. Können hier nicht ewig rumsitzen. Wir müssen was unternehmen. Schau dir mal die Pickel an, die sind riesig. Ich werde sie ausdrücken. Ich kann nicht. Das ist zu eklig. Jedenfalls nicht ohne Schutzausrüstung. Dieser Dreck könnte abgehen. Ich mach mir doch nicht die Hände schmutzig. Okay, jetzt wird gequetscht. Igitt, schau mal, wie das spritzt. Und deshalb ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Uah, ich hab was in den Mund gekriegt. Das schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Cremig. Ich hab schon Schlimmeres probiert. Uah, ich kann kaum hinschauen. Du siehst echt übel aus. Hey, jetzt bringen wir es auch zu Ende. Ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Aber das kriege ich wieder hin. Ich gieße Kleber in die Schale, das müsste reichen. Hm, aber da fehlt noch was. Oh, nicht bewegen. Was machst du da? Sch, mach einfach mit. Ich brauche was von deinem Lidschatten. Der glitzert so schön. Das verrühre ich jetzt. Ich will's durchgemischt haben. Perfekt. Das tupfe ich jetzt auf die Puppe. Stillhalten, ich will nichts verschmieren. So werden wir alle Verunreinigungen los. Hoffe ich zumindest. Alles wird gut. Ich würde auch gern so verwöhnt werden. Wow, deine Haut strahlt. Was für ein Unterschied. Sie sieht gut aus. Was ich von meiner Puppe nicht behaupten kann. Ich mach dich erstmal sauber. Ich will sehen, womit ich arbeite. Schon besser. Warte mal. Was ist mit deinen Zähnen? Die müssen wir schrubben. Uah. Falsche Bürste. Was überlegst du? Die Zahnbürsten stehen direkt vor dir. Hä? Oh, ja. Wie konnte ich die nur übersehen? Die passt zu meinem Stil. Gleich hast du wieder ein Hollywood-Lächeln. Weit aufmachen. Hm, minzig. Hä, wir sind aber noch nicht fertig. Da fehlt noch was. Aber was? Lass mich nachdenken. Ich brauche deinen Ohrring. Den muss ich aber noch in Form biegen. So geht's. Die kommt auf die Zähne meiner Puppe. Dann bekommt sie das perfekte Hollywood-Lächeln. Schau sie dir an, Grace. Was sagst du dazu? Sieht gut aus. Du bist so nett. Das Leben ist eigentlich perfekt, wenn nicht diese Hausarbeit wäre. Die nimmt kein Ende. Ups, eine Stelle übersehen. Ist alles in Ordnung, Barbie? Ja, ich lese mein Buch. Du solltest nicht auf dem Boden sitzen. Es ist okay, das macht mir nichts aus. Nein, das ist nicht richtig. Ich muss das ändern. Und ich weiß auch wie. Das ist meine Zeit zu glänzen. Zuerst lege ich das Tuch flach hin. Dann kommt so ein Schwamm in die Mitte. Ich halte ihn fest. Dann schlage ich das Tuch rüber. Aber nur eine Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber auf dem Rand auf. Das reicht schon. Jetzt kann ich die andere Seite umschlagen. Ich drücke ihn an, damit er auch festklebt. Ich will aber keine Falten haben. Jetzt drehe ich den Schwamm auf die Seite und falte den Stoff, um die Seite zu schließen. Ist wie das Einpacken eines Geschenks. Ein tolles Training für Barbies Geburtstag. Ich möchte das hier punktgenau schließen. Daher trage ich hier einen Klecks Kleber auf. Ich ziehe die Spitze schön fest. Das sollte sich nicht mehr lösen. Es geht voran. Dann brauche ich noch mehr Kleber. Ich trage den rundherum auf. Ich muss fertig werden, bevor er fest wird. Der Schwamm kommt auf ein großes Stück Pappe. Ich brauche noch mehr davon. Ich lasse hinten auf der Pappe eine Lücke. Die hinteren Schwämme stehen aufrecht. Genau so. Jetzt trage ich Kleber an den Seiten auf. Für die Armlehnen. Ich nehme dafür Holzblöcke. Barbie muss jetzt nicht mehr auf dem Boden sitzen. Ich bin zufrieden damit. Ich kann es kaum erwarten, es Barbie zu zeigen. Puh, das ist schwer. Ich sollte mehr trainieren. Das ist der perfekte Ort. Hey, Barbie! Hä? Hast du die gemacht? Im Ernst? Wow, du bist echt talentiert. Wow, die ist total bequem. Ist genau, was wir brauchen. Komm, setz dich neben mich. Ich komme. Barbie? Au, nicht gut. Keine Bange, ich fang mich auf. Hab dich. Wow, mein Held. Nein, das ist mein Job.
komm schon, beeil dich! Was sind das für Manieren? Was ist Ihr Problem? Ich kann's nicht länger halten. Och nö, wer hinterlässt denn so das Klo? Und was machst du da drin? Ich hol dich da erstmal raus. Ach, unglaublich, dass ich das mache. Ege, das ist so eklig. Wie hast du das bitte angestellt? Ist doch wahr. Und ich dachte, mein Tag würde mies laufen. Ich muss dich sauber machen. Hoffe, du hast keine Platzangst. Rein mit dir. Hier könnte schwindelig werden. Wow, so hypnotisierend. Puh, zum Glück ist es vorbei. Wow, was für ein Unterschied. Du siehst schon viel besser aus. Vielleicht doch nicht. Wir müssen deine Haare in Ordnung bringen. Keine Bange, ich weiß, was ich tue. Wird Zeit für einen neuen Look. Etwas Lustiges, etwas Freches. Vielleicht ein Bob? Verabschiede dich von deinen goldenen Locken. Hey, das macht Spaß. Vielleicht mache ich das auch mit meinen Teddys. Da ist so viel Kaugummi drin. Das muss alles runter. Nicht bewegen. Schon mal was von Shampoo gehört? Ich vermute nicht. Igitt, das kommt in den Müll. Nee, so wird das nichts. Alles muss runter. Wer weiß, vielleicht steht dir ja eine Glatze. Wir werden es gleich rausfinden. Lange Haare werden überbewertet. Naja, abgesehen von meinen. Ich würde mir nie den Kopf rasieren. Also, der Glatzenlook steht dir doch nicht. Ich habe eine Idee. Ich mache Kleber auf deinen Kopf. Stell dir einfach vor, das ist Conditioner. Das reicht. Ich habe hier diese coolen lila Haare. Die habe ich von Mamas Perücken. Ich klebe sie dir einfach auf den Kopf. Mit dem Pinsel bringe ich sie in Position. Jetzt kommt noch eine Strähne. Ich werde deinen ganzen Kopf bedecken. Ich will keine kahle Stelle haben. Das wäre peinlich. Das ist die letzte Strähne. Wow, manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Ich bürste sie noch durch. Du siehst umwerfend aus. Aber wir sind noch nicht fertig. Lassen wir es funkeln. Mit diesem kleinen Gadget geht's ganz einfach. Ich leg's über dein Haar, drücke und der Edelstein bleibt kleben. Wer steht nicht auf Glitzer? Siehst du? Ich wusste, dass das gut aussieht. Ich sollte das professionell machen. Das ist fantastisch. Wow, das steht dir echt gut. Perfekt. Okay, was kommt jetzt? Wir müssen noch deine Wimpern machen. Autsch, das tat weh. Das mache ich nur für Freunde. Aber das ist es mir wert. Du willst doch lange Wimpern haben. Nur noch ein paar. Wow, so habe ich mir das vorgestellt. Okay, lehn dich zurück und entspann dich. Jetzt mache ich deine Lippen. Und ich weiß auch schon was. Ich nehme diesen klaren Nagellack. Und würde das zwar nicht machen, aber an dir wird's toll aussehen. Ich bestreiche deine Lippen. Genauso. Und dann streue ich Glitzer drüber. Ich nehme Pink. Ich glaube, damit kommen deine Lippen super zur Geltung. Ups, das war vielleicht zu viel. Keine Bange, ich puste das weg. Wow, ich sollte mir einen Glitzerlippenstift zulegen. Wir könnten Make-up-Freundinnen werden. Lass mich dich anschauen. Was fehlt noch? Ich weiß, wird Zeit für Tinte. Das wird nicht wehtun, glaube ich jedenfalls. Ich drücke die vorsichtig auf deinen Arm. Und schon hast du süße Tattoos. Wir machen beide Arme. Du wirst richtig cool aussehen. Ja, das finde ich gut. Das macht dich besonders. Damit fällst du auf. Als nächstes brauchst du neue Klamotten. Zum Glück habe ich ein passendes Outfit für jeden Anlass. Hier ist bestimmt was drin, das dir gefällt. Schau dich ruhig um. Wie wär's damit? Was sagst du dazu? Ich fühl's auch nicht. Zurück zum Anfang. Vielleicht bist du eher ein Shirt-Mädchen. Das ist niedlich. Okay. Das ist anders, aber nein, das nicht. Was haben wir noch? Sieh das an. Ich mag das. Das wird dir gut stehen. Aber eine Sache fehlt noch. Du brauchst Schuhe. Der Barfußlook ist nichts für dich. Meine Schuhe sind zu groß. Hä? Ducky? Nicht in der Öffentlichkeit. Hoffe, du hast gespült. Aber eigentlich kann ich das gebrauchen. Verurteile mich nicht. Genau diesen Schleim brauchen wir. Ich dehne ihn jetzt und gib mir deinen Fuß. Und jetzt gib mir deinen Fuß. Ich leg den um deinen Fuß. Mit Absätzen kann man nichts falsch machen. Die sind exklusiv. Jetzt kommt noch Farbe drauf. Das könnte mein Markenzeichen sein. Das wird ein schöner Kontrast. Ich bemale auch den Absatz. Wow, die stehen dir echt gut. Was für eine Verwandlung. Wir haben es geschafft. Hä? Was ist los? Oh, klar. Wenn man muss, dann muss man. Ich entferne den oberen Teil der Flasche. Mein Karateunterricht hat sich ausgezahlt. Jetzt muss ich das noch anmalen. Weiß ist perfekt. Ich male das komplett an. Auch den Hals. Jetzt warten wir, bis das trocken ist. Ich klebe sie auf den Deckel. Eine Klobrille brauchst du auch. Du willst es doch bequem haben. Dafür nehme ich Schaumstoff. Jetzt kommt der Spülkasten ran. Dein Thron erwartet dich.
Probier es aus. Mach ein Testgeschäft. Keine Bange, ich guck weg. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Dolly, dein Haar ist so wuschelig. Kaum zu glauben, dass sie noch mit Puppen spielt. Oh, hi. Magst du Puppen? Findest du auch, dass sie schön glänzendes Haar hat? Sorry, ich muss los. Ich glaube, ihr versteht's einfach nicht. Dolly ist etwas schmutzig. Vielleicht braucht sie noch eine neue Frisur. Stillhalten, Dolly, das wird dir nicht wehtun. Hier noch ein bisschen. Dein zerfleddertes Kleid bringe ich auch in Ordnung. Dolly, du siehst viel besser aus. Hier, du sitzt direkt neben mir. Fantastisch, wie gut Dollys Umstyling geworden ist, oder? Was zum Geier? Wer bist du? Wo kommst du her? Dolly, unglaublich, dass du zum Leben erwacht bist. Wie bist du ein Mensch geworden? Bitte hör auf, mich anzutippen, Wendy. Das ist unhöflich. Unfassbar, dass du vor mir sitzt. Das ist wahrscheinlich das Verrückteste, das mir jemals passiert ist. Dolly, wäre es okay, wenn wir ein Foto machen? Yes! Guck dir die Fotos an, die ich gemacht habe. Warte, sehe ich wirklich so aus wie auf diesen Fotos? Dolly? Oh, ja, Wendy, das sind auch nicht die besten. Hey, beachte diese Fotos nicht. Nimm den Spiegel und schau dich an. Ich kapiere es nicht. Was soll ich mir denn anschauen? Warte hier kurz, okay? Ich frage mich, wo sie hingeht. Naja, sie wird schon wiederkommen. Und mit dem Spiegel kann ich auch gleich ein paar Pickel ausquetschen. Ich drücke an dem hier ein bisschen rum. Eklig. Und dann drücke ich den gleich aus. Der ist geplatzt. Oh, hier auf meiner Wange ist auch noch einer. Wendy, ich bin wieder da. Und ich habe meine Tasche dabei. Warte, was machst du da mit deinem Gesicht? Oh, ich drücke nur meine Pickel aus. Ich kann es nicht ändern. Verstehe. Aber ich habe da was Besseres für dich als deine Finger. Hä? Was ist das? Sieht aus wie ein Gadget. Okay, schätze, ich drücke den Knopf und halte das Ding an mein Gesicht. Oh mein Gott, das hat meinen Pickel entfernt. Ist das gerade wirklich passiert? Fantastisch! Das ist ja echt ein magisches Gerät. Das ist keine Magie, nur Wissenschaft. Das ist so cool. Ich mache damit gleich mal weiter. Mal gucken, ob ich alle Pickel in meinem Gesicht loswerden kann. Ja, das machst du gut, Wendy. Weiter so. Oh, vielen Dank, Dolly. Ich habe auch noch etwas für dich. Willst du es ausprobieren? Ja, Mann, natürlich. Ich probiere alles, was du hast. Ich trage diese Grüntee-Maske einfach auf meine fettige Haut auf. Mein Kinn und meine Nase sind definitiv Problemzonen. Danke, Dolly. Okay, hier hast du die Roll-On-Maske zurück. Gern geschehen. Und du hast sie auch schon lange genug einwirken lassen. Ja, super. Dann nehme ich dieses Tuch und wisch die Maske einfach ab. Wow, guck mal, wie sie sich um meine Mitesser gekümmert hat. Wie cool, meine Haut sieht jetzt so viel besser aus. Das tut sie. Und jetzt zum nächsten Schritt. Was ist das denn? Irgendwie Klebeband? Ah, für meine Augenbrauen. Und was soll das bringen? Das wird mir doch die Augenbrauen ausreißen, oder? Ja, also, warte kurz. Ich ziehe das Band nun von deinem Gesicht ab. Wow, guck dir das an, es hat meine Augenbrauen in Form gebracht. Unglaublich, dass ein Streifenklebeband das alles kann. Oh, vielen Dank, Dolly, du bist die beste Freundin aller Zeiten. Lass uns ein neues Foto machen. Hey, was ist das für ein Geräusch? Das kommt von den Toiletten. Hört das sonst keiner? Was ist da drin los? Ich muss nachschauen. Hallo? Ist hier jemand? Echt seltsam. Niemand da. Warte mal. Da ist was im Klo. Was ist das? Ist das eine Puppe? Die ist ja voll mit Glibber verschmiert. Total eklig. Riecht auch so. Hä? Das war nicht sehr nett. Niemand mag Mobber. Hört auf damit. Ja, lauft lieber weg und kommt nicht wieder. Soweit alles okay? Du kommst mit zu mir. Wir müssen dich sauber machen. Das wird sicher nicht einfach. Ich meine, du stinkst. Okay, entfernen wir erstmal den Schleim. Igitt, ist das eklig. Das ist so klebrig. So, alles weg. Aber schmutzig bist du trotzdem noch. Das sieht nicht gut aus. Ich werde dich waschen. Die schmuddeligen Klamotten kommen auch weg. Was glaubst du, was du da tust? Hä? Hast du was gesagt? Ich bin mir dessen schon bewusst. Oh, natürlich. Sorry. Was habe ich mir nur gedacht? Lass dir Zeit.
Danke. Wow, fühlt sich gut an, diese Klamotten loszuwerden. Das glaube ich. Und gleich nimmst du ein schönes heißes Bad. Ich bereite alles vor. Das Wasser ist schön warm, damit du dich entspannen kannst. Ich mache noch einen Badezusatz rein. Den verteile ich gleich. Wow, so viel Schaum. Wie kommst du voran? Ich bin soweit. Hübscher Badeanzug. Die Farbe steht dir. Ich helfe dir in die Wanne. Na, wie ist es? Ist das Wasser okay? Ich brauche einen Schwamm. Mit dem geht der Dreck schön ab. Jetzt wird geschrubbt. Ist das gut so? Oh ja, das tut so gut. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich liebe unsere Fernsehabende. Was kommt noch? Warte, lass mich mal umschalten. Oh, eine Liebeskomödie. Langweilig. Ich weiß, lass uns romantisch ausgehen. Das hört sich gut an. Ich warte hier auf dich. Wie gefällt dir das Outfit? Sieht mein Bauch dick aus? Mir gefällt's. Du siehst umwerfend aus. Na, ich fühle mich dick. Ich muss mich umziehen. Barbie, warte. Outfit Nummer 2. Was sagst du dazu? Es ist wunderbar. Ups, ich muss sie zuknöpfen. Könnte ein Problem sein. Das geht nicht zu. Ich muss weiterziehen. Worauf sitze ich denn hier? Da ist was in meiner Tasche. Ich habe mich schon gewundert, was hier so riecht. Hey, die bringt mich auf eine Idee. Du willst meine stinkende Socke? Ja, leider. Die kann ich aber gebrauchen. Zuerst schneide ich sie durch. Ich mache den Schnitt über der Ferse. Den unteren Teil brauche ich nicht. Jetzt klappe ich den oberen Teil um. Da mache ich einen kleinen Schnitt rein. Jetzt drehe ich die Socke um und mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich schneide nur eine kleine Ecke ab. Das sieht gut aus. Die lege ich erstmal zur Seite. Als nächstes brauche ich eine Mülltüte. Ich nehme die hübsche rosafarbene. Ich lege einen Finger in die Mitte und falte die Tüte. Das muss ganz genau sein. Dann drehe ich sie um. Wo ist jetzt mein Kleber? Aha, ich trage eine dünne Linie Kleber an einer Seite auf. Genau so. Das müsste reichen. Dann falte ich den Boden so nach oben. Es müssen solche Falten entstehen. Ich mache das bis ganz nach oben. Am Ende habe ich eine Fächerform. Genau, was ich wollte. Ich habe meinen Ausgehrock entworfen. Aber ich brauche noch Klettverschluss. Der kommt oben in die Ecke. Und das Gegenstück auf die gegenüberliegende Seite. Dann mache ich ihn zu. Ich prüfe noch, ob alles hält. Ich will ja nicht, dass er auseinanderfällt. Das wäre peinlich. Wow, ich liebe dieses Outfit. Ist so schick. Barbie, du siehst umwerfend aus. Auf geht's in die Stadt. Was für ein Glow-Up. Du siehst fantastisch aus. Das hat alles super geklappt. Hoffe, du magst dein neues Ich. Das ist schön. Hör nicht auf. Mein Finger klebt fest. Keine Panik, ich zieh ihn ab. Aua, aua, hör auf. Ich hab's gleich. Aua, ouch. Siehst du, alles in Ordnung. Oh, das ist nicht gut. Hast du schon mal über eine neue Frisur nachgedacht? Sind das meine Haare? Es ist okay, keine Panik. Ich weiß, was zu tun ist. Zumindest hoffe ich das. Vielleicht habe ich was, das hilft. Wow, eine Menge Schrott. Warum habe ich diese Wollfäden? Ich sollte meine Taschen öfter mal leeren. Hey, ich denke, die könnten wir nehmen. Das wird toll aussehen. Aber vorher brauche ich noch den Rasierer. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Ich werde dir jetzt die Haare abrasieren, sonst werden wir den Glibber nie los. Gleich fertig. Jetzt brauche ich Wolle und einen Holzspieß. Mit dem Spieß drücke ich die Fäden einfach in die Löcher. Ich nehme auch andere Farben. Das ist viel günstiger als ein Besuch im Salon. Wow, manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Das ist ein echt cooler Look. Du siehst total modisch aus. Und jetzt spür den Wind in deinem Haar. Oh yeah, ich bin ein Star. Ich stehe auf diesen Look. Vielleicht mache ich mir was Ähnliches. Vielleicht auch nicht. Was guckst du dir an? Oh, schau dir das an. Nee, das steht mir nicht. Das ist schon eher mein Stil. Schick und trendy, ich liebe es. Wow, ich auch. Ich könnte neue Klamotten gebrauchen. Gefällt dir das? Schon verstanden. Bin gleich wieder da. Ich muss doch was für dich zum Anziehen haben. Ew, auf keinen Fall. Nee. Nee.
Niemals. Warte mal. Damit kann ich was anfangen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, es wäre mehr... ja, ich stimme zu. Das ist es nicht. Was gibt's noch? Mal gucken. Hey, schau mal, was ich hier hab. Das ist aus der Mother Nature Kollektion. Nein, gefällt dir auch nicht? Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr haben, außer ich könnte was aus dem Ton machen. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht so recht. Was hast du damit vor? Pass auf, ich habe alles unter Kontrolle. Ich beginne damit, den Ton flach auszurollen. Dann schneide ich ihn zu. Dafür nehme ich ein Tonmesser. Ich fange mit einer langen Linie an und schneide dann eine Hose aus. Hey, sie sieht ziemlich gut aus. Jetzt vorsichtig hochheben. Und ich lege sie auf die Puppe. Und dann das Oberteil. Wow, das ist ein tolles Outfit. Steht dir echt gut. Ich bin sogar neidisch. Ich will auch solche Klamotten. Warte mal. Irgendwas fehlt noch. Du brauchst auch eine Jacke. Ich ziehe sie dir gleich an. Wow, die rundet dein Outfit total ab. Und jetzt bist du bereit zum Posen. Wow, die Menge liebt dich. Ich fühle mich fantastisch. Ja, das ist meine Schokoladenseite. Du bist so hübsch. Und ich bin müde. Das war ein anstrengender Tag. Aber wir haben viel geschafft. Lass uns schlafen gehen. Hey, aufwachen! Was? Was ist los? Hi, wie geht's? Was? Das muss ein Traum sein. Nee, ich bin wirklich hier. Und ich sehe toll aus. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wow, unglaublich, dass das passiert ist. Du bist echt. Ich wusste, wir wären beste Freunde. Das ist der schönste Tag aller Zeiten. Ja, ich weiß. Komm her.